Ja, Freunde, herzlich willkommen. Wir gucken uns heute ein Spiel an, bei dem das Video eventuell schnell vorbeigehen könnte. Das Spiel heißt Landnahme. Landnahme, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß es nicht. Es ist ein Städtebau, Roguelike, Wikinger-Erkundungsspiel. Und ich habe gelesen, dass die Demo sehr schnell vorbei sein soll. Paar Minuten nur. Von daher kann es sein, dass das Spiel schnell vorbei ist. Wir gucken rein. Also im 9. Jahrhundert sind Siedler ja über See gefahren, um letztendlich Island zu entdecken. Genau, wir schreiben die eigenen Kapitel in unser Buch. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ich spiele natürlich, ihr wisst es, auf dem Steam Deck. Das ist eine Demo von dem Spiel. Ihr seht es oben links, eine Alpha. Der Dev hat dazu gesagt, dass die Demo so schnell vorbei ist. Ja, ist kein Problem, weil nach 2 Minuten weiß man schon, ob einem ein Spiel gefällt oder nicht. Da ist was dran und ich bin gespannt, ob ich diese Aussage am Ende bestätigen kann oder nicht. Aber wir fangen jetzt mal an. Also, genau, wir können die ersten 4 Jahre letztendlich spielen, um herauszufinden, ob wir das Spiel so sehr lieben wie die drei Freunde, die das Spiel erstellt haben. Gucken wir mal. Es scheint. Also hier kann ich nicht einstellen, in welcher Auflösung wir spielen. Ich habe es aber vorher auf Full HD gestellt. Von daher gehe ich davon aus, dass wir hier auch Full HD haben. Also, wir sollen einen Clan letztendlich aussuchen. Genau, wenn wir. Okay. Oh, okay, wir bekommen 9 Clan, wenn unser Settlement komplett ist. Wenn wir. Ja, wenn wir es nicht schaffen. Dann wird der Clan verschwinden. Und wenn wir alle Clane oder Clans verloren haben, dann ist das Spiel vorbei. So, Select Clan. Wir haben nur Ingolfr. Okay. Er hat keine Stärken, aber auch keine Schwächen. Okay. Also, um die Sage zu beenden oder zu komplettieren, müssen wir alle 6 Regionen besiedeln. Nun müssen wir eine für unsere erste Siedlung auswählen. Egal welche, alle tun das. Genau, jede Region, bla bla bla. Nichts Besonderes. Wir gehen jetzt einfach mal direkt rein. So, also, es sieht aus wie ein Brettspiel, wie irgendein Boardgame. Das war nur ein bisschen Flavortext, was schon richtig in die Richtung geht, worauf ich Bock habe. Genau, also, wir haben im Moment 5 von 10 Leben. Also die Herzen werden benutzt halt, um Sachen zu erkunden, zu bauen oder auch Winter zu überleben. Es scheint wohl schon eine Steam Deck-Verifizierung oder zumindest scheint er die Steam Deck-Steuerung zu erkennen. Ich bin gespannt. So, genau. Also diese Leiste repräsentiert ein Jahr. Eine Sanduhr ist ein Monat. Okay. Die Zeit ist pausiert, wenn wir in den Menüs sind. Das heißt, wir haben eventuell Echtzeit. Ich weiß es nicht. Genau. Die nächste Ernte wird dort passieren letztendlich. Und wie viele Herzen wir dann bekommen. Okay. Das ist unser Heimatteil, was wir haben. Oh, okay. Wir müssen eine große Halle durch 5 Upgrades in der Siedlung haben. Und dann können wir unsere Sage fortführen. Das ist ein Teil, welches wir erkundet haben und auf dem wir etwas bauen können. Oh, dann bauen wir doch mal was. Genau. Also, wir werden ein Fisherman, ein Fischer dort bauen. Es ist ein Produktionsgebäude, welches uns bei jeder Ernte Herzen spendiert. Die meisten Gebäude können wir einmal in unserer Siedlung bauen. Wir können die aber auch wieder zerstören und die dann irgendwo anders neu bauen. Okay, also kostet anscheinend 4 Herzen und 2 Monate Zeit, würde ich jetzt sagen. Okay, ich habe einfach nur gedrückt. Das müssen wir erstmal erkunden, bevor wir da was bauen können. Okay, das kostet Herzen und dauert länger, je weiter dieses Teil von unserem Heimatteil entfernt ist. Macht Sinn? Hier also ein Herz und eine Sanduhr. Klicken wir drauf, wird beides abgezogen, wir haben keine Herzen mehr. So, dies ist ein einzigartiges Teil.
Das kann also irgendein Landmark, Curiosity. Beide geben uns Boni. Also sollen wir auf jeden Fall diese Dinger erforschen. Und dann würde ich sagen, das machen wir jetzt, indem wir drauf klicken. Aber das kostet nichts, oder? Also es scheint wirklich, ich sag mal, wirklich in Echtzeit zu sein. Also wir haben Quality-Teil gefunden. Ach, guck mal, wenn wir da was draufbauen, kriegen wir pro Ernte ein Herz mehr. Wir sollten dort was bauen, aber um den Winter zu überleben, brauchen wir Herzen. Genug Herzen am Ende des Jahres. Okay. Ah, das heißt, im Winter bezahlen wir eine zufällige Menge an Herzen zwischen 1 und 2 in dem Fall. Wenn unsere Siedlung größer wird, wird auch diese Zahl größer. Also das heißt, wir wissen nicht genau, wie viel wir brauchen. Vielleicht ist da so ein bisschen Risk Management mit drin. Müssen wir mal schauen. Dort sehen wir auch genau, wie viel diese oder was eben das ja letztendlich bedeutet, ne? Oder wodurch sich diese Zahl zusammensetzt. Das heißt, wir sind in Jahr 1, das kostet eventuell ein Herz, und weil wir zwei Teile erkundet haben, kostet das ein weiteres Herz. Genau, wir können auch mehrere Sachen oder mehrere Teile gleichzeitig erkunden oder auch mehrere Gebäude zur gleichen Zeit bauen. Und unten sehen wir, wie viele Arbeiter wir haben. Okay, so, das war jetzt eine Menge Infos. Was gut ist, weil das Video geht jetzt schon 7 Minuten und ist nicht nach 5 Minuten vorbei, weil halt ein User geschrieben hat, die Demo dauert 8 Minuten, aber der hat wahrscheinlich auch nicht so viel gequatscht wie ich. Genau, also wir können jedes Mal pausieren und das machen wir jetzt mal mit Y. Genau, da sehen wir mit Y oben, pausieren wir. So, mit dem rechten Stick gehen wir rum. Die Trigger machen gar nichts oben. X scheint nichts zu machen, B scheint nichts zu machen. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir aktuell nur Y und A benutzen. Schauen wir mal. Kann ich nicht zoomen? Nee. Okay, ich möchte ja irgendwas bauen, ne? So, was können wir denn bauen? Gar nichts können wir bauen anscheinend. Da brauchen wir 4 Herzen für. Okay, das heißt, wir müssen die Zeit jetzt einfach mal laufen lassen. Na, bringt ja nichts. Und wir warten dann. So, guck mal, unser Fischer ist komplett. Das ist sehr gut. Kann ich noch irgendwas machen? Oh, die Zeit. Es läuft jetzt weiter. Erkunden bringen mir auch nichts. Ich habe einfach nicht die Herzen dafür. Jetzt könnte ich erkunden, aber ich möchte ja lieber hier drauf, auf dem Grasland, was bauen. Was bauen wir denn gleich? Ach, guck mal, da bekommen wir 1 Herz pro Ernte plus ein weiteres für jedes angrenzende freie Grasland. Das heißt, da macht es dann natürlich Sinn, zu erkunden. Machen wir mal. So, Winter is coming. Alles klar. Wir haben genug Herzen im Moment. Das ist gut, dass da ein empty, ein freies Grasland ist. Dann können wir hier gleich auf jeden Fall unser Gebäude draufbauen. Müssen wir jetzt nur warten, ne? Denn wir haben noch nicht genug für die Weide. 4 Stück brauchen wir. So, jetzt. Und das ist das Ding, wenn ich es jetzt baue, habe ich ja nur einen über. Und wenn ich Pech habe, muss ich 2 bezahlen. Deswegen warte ich jetzt einfach nochmal. So, der Winter kommt. Okay. Wir schauen jetzt, wie viel. Und zwar, es ist... Ach, guck mal, wir können einmal den Wegvisier benutzen, um es auf das Minimum zu reduzieren. Das können wir aber nur ein einziges Mal benutzen. Ne, das möchte ich jetzt nicht. Boah, wir brauchen gleich 3 bis 5. Aber wir haben nur einen bezahlt, das ist gut. Das heißt, wir bauen jetzt unser Gebäude. Ich
Das erkunden wir in der Hoffnung, dass da auch noch ein Grasland bei ist. Nee, oh, was ist das denn? Okay, das heißt, wir haben jetzt diese Quality Tiles, dass wir die finden. Da ist die Chance jetzt bei, oder hat sich um 10% erhöht. Okay. Aber sonst kann ich damit nichts machen mit dem Teil, ne? Nee. Warum ist da oben ein Totenkopf in der Leiste? So, wir kriegen jetzt anscheinend 5 Herzen dabei, wenn ich es richtig verstehe. Aber das ist ein Totenkopf. Warum? Was passiert beim Totenkopf? Schauen wir mal. Wir erkunden das. Oh, Delirium. Oh, okay, wir haben Fieber bekommen und das rafft anscheinend alle hin. So, wir können entweder für 6 Monate... Boah, geht die Ernte um 2 Herzen runter. Oder für 6 Monate können wir weder, also nicht starten, das was läuft, bleibt. Keine Konstruktion, keine Erkundung starten. Ne, dann mache ich das, dass wir für 6 Monate weniger Herzen bekommen. Okay, also wir wissen, das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn wir... Kann ich hier was bauen? Ach, guck mal, da können wir einen Holzfäller bauen. Okay, der gibt uns auch einfach nur ein Herz pro... Warte mal, das heißt, dann gehen wir auf 3 runter, kriegen 2 dabei, das passt, okay. Plus angrenzendem Wald. Aber wir haben natürlich keinen angrenzenden Wald. Das heißt, da müssen wir gleich mal schauen nach dem zweiten Monat, nach dem zweiten Jahr. Denn jetzt kommt erstmal der Winter. Wobei, wir hätten es noch... Na, guck mal, 3 müssen wir bezahlen. 3 bis 5, das ist doch fantastisch. Bleiben 2 übrig und wir können... Oh, da brauche ich schon 3 für, weil das so weit weg ist, ne? Okay. So, jetzt sind wir anscheinend wieder zurück bei dem richtigen. Das haben wir schon gebaut. Boah, 11. Utility-Gebäude. Ach, guck mal, so können wir beispielsweise auch unser Winterzoll um 2 Herzen reduzieren. Dort können wir generell die Produktionsgebäude so einstellen, dass sie ein Herz mehr alle machen. Dort haben wir dann letztendlich, dass die Effekte 30% weniger lang aktiv sind und so weiter. Wir haben anscheinend einige Gebäude, die wir bauen können. Okay. Aber jetzt wollen wir ja erst... Oh, was haben wir denn hier? Den Highlands. Da können wir einen Jäger bauen. Und der Jäger, genau das gleiche analog zur Weide und zum Holzfäller... Entschuldigung, analog zur Weide und zur Holzfäller bekommen wir halt hier ein Herz pro Ernte. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was wir denn so für angrenzende Felder haben. So, wir kriegen gleich 7 dazu. Das heißt, ich möchte jetzt natürlich was genug ausgeben. Ich möchte jetzt genug ausgeben, um... genau, jetzt wieder aufs Maximum zu kommen. So, jetzt müssen wir einmal kurz schauen, bevor wir noch was ausgeben. Wir haben nämlich wieder den Totenkopf. Und zwar, nachdem wir uns ein paar von den konstruierten Gebäuden angeschaut haben, haben wir gesehen, dass die Arbeit nicht ganz so cool war, die da gemacht wurde. Das heißt, das nächste Mal wird es ein bisschen länger dauern, einfach damit wir sicherstellen können, dass auch alles gut ist. Und zwar für 9 Monate. Entweder wird die Zeit, die wir brauchen, um die Gebäude zu erhöhen, um die Hälfte länger. Oder die Gebäude kosten einfach ein Herz mehr. Und das mache ich, dass die Gebäude ein Herz mehr kosten sollen, weil ich habe gefühlt, jetzt kriege ich 7 Herzen dabei. Ich kann richtig was ausgeben. Das muss ich jetzt auch nämlich schnell wieder machen. Denn ansonsten... Oh, gleich 6 bis 9. Ach, wir haben keine Arbeiter mehr. Nein, ich will ja nicht... Genau, und so. Und jetzt schnell was... Warte, dann gehen wir auf 5.
5. Wir kriegen 7 dabei. Ich möchte natürlich, wenn ich jetzt diese 4 ausgebe, dann gehe ich auf 3 von 10 Herzen. Aber in der nächsten Ernte bekommen wir ja 7 dazu. Ne? Das heißt, ich will ja das Maximum letztendlich rausholen. So, und dann sind wir auch auf 10 von 10. Und dann kann die problemlos kommen. Was bauen bringt jetzt nichts, ne? 5 Herzen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Was mich sehr interessiert bei dem Spiel, ist dieser Part, wenn man halt seine Siedlungen letztendlich erreicht hat, dass man dann weiteren Clan freischaltet, die bestimmte Boni haben oder auch Sachen, Schwächen, die vielleicht nicht so gut sind. Oh nee, so viel will ich aber nicht bezahlen. Was dann aber natürlich super interessant ist, ist eben diese Geschichte, dass ich dann weitere Clans freischalte und die Clans, die tot sind, einfach oder verschwunden sind, einfach auch wirklich weg sind. Das heißt, dieses Rook-like-Element werde ich in der Demo, oh guck mal, hier kann es sein, dass ich 7 bis 11 bezahlen muss, aber ich habe doch nur 10, wie soll das denn funktionieren? Ah, da muss ich mir ein Gebäude kaufen, glaube ich, damit die, warte mal, damit die generelle, gibt's das nicht? Moment, damit die generell, das könnte ich bauen. Da brauche ich 12 Herzen, habe ich doch gar nicht. Das kann ich alles gar nicht bauen. 25 ist klar. Aber ich kann doch bestimmt hier ein Upgrade reinhauen, ne? Na, wow. Guck mal, da kann ich dann die Kapazität um 10 erhöhen. Richtig gut. Was habe ich gerade erzählt? Genau, dieses Rook-like-Element, das werde ich in der Demo nicht ausprobieren können. Und das ist halt gerade das, was mir so, was mich so interessiert. Das heißt, das Spiel ist super interessant für mich. Definitiv landet 1000%ig auf meiner Wishlist, beziehungsweise ist schon auf meiner Wishlist drauf. So, hier bauen wir jetzt übrigens den Hunter. Ist schon auf meiner Wishlist drauf, denn wir haben hier so ein bisschen Brettspiel. Oh, was ist denn das da oben für ein Zeichen? Das kann ich gar nicht hingehen, ne? Ist so ein bisschen Brettspiel mit Rook-like. Ja, City Builder. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt City Builder unbedingt nennen würde, das Ding. Aber es ist halt sehr, sehr interessant. Es macht definitiv Spaß. Aber ich habe das Gefühl, dass wir aktuell wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Komm, wir verlieren einfach 5, das ist nicht so schlimm. Dass wir nur an der Oberfläche kratzen und von daher bin ich halt wirklich sehr gespannt, wie die Komplexität des kompletten Spiels oder der Vollversion am Ende sein wird. Ne? Entweder bekommt dann der, ach guck mal, Mastery, das heißt, das ist dann für unsere komplette Siedlung. Entweder bekommt der Hunter da unten. Ach, so kann ich hoch, okay. Entweder bekommt der Hunter 2 Herzen von den Bonussachen, aber dafür wird unsere Weide nichts mehr in der Ernte machen. Wir können hier dieses Wegvisier, dass wir noch einmal aufs Minimum gehen können, um 1 erhöhen, aber dadurch geht halt generell der Zoll um 1 hoch. Oder der Holzfäller wird dann Wetland, was wir glaube ich noch doch oben links könnten. Ich weiß nicht, ist das Wetland? Nee, das ist ja eher Sumpf. Und das ist ein, müssen wir mal gucken. Auch als Bonusteil, aber das bedeutet dann, dass die Peat Farm, weiß ich gar nicht, was das sein soll. Die haben wir auf jeden Fall noch nicht, keine Herzen macht. Ich würde das mit dem. Nein, ich würde. Nein, ich nehme nichts davon. Ich werde das alles nicht nehmen. So, ich befürchte auch, dass nach der Runde das Spiel vorbei ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir bekommen nichts mehr dabei. Das heißt, wir können aber problemlos 6 ausgeben. Das heißt, indem wir hier erkunden. Und indem wir hier erkunden. Das heißt, dann haben wir auch die 11 Herzen auf jeden Fall übrig. Und das war's schon. Heißt, ich habe doppelt so lange gebraucht wie der Typ aus dem Steam-Forum, der sich da ein bisschen beschwert hat. Aber hier sieht man schon sehr, sehr gut den Flow von dem Spiel. Wie gesagt, super interessant. Ich weiß halt nicht, wie komplex letztendlich oder wie
welche Langzeitmotivation die Vollversion später haben wird. Das werden wir rausfinden. Das heißt, das Spiel kommt oder ist auf meiner Wishlist. Ich muss einmal ganz kurz gucken, wann das rauskommt, denn das werden wir uns dann in der Vollversion auch definitiv hier anschauen. Und zwar, genau, Veröffentlichung liegt bei 2023. Das heißt, wer weiß, wann es kommt. Schaut euch das Spiel an. Ich bin super gespannt drauf. Wie gesagt, läuft perfekt auf dem Steam Deck. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.